Also ich glaube, man kann diesen Coronavirus instrumentalisieren für seine Zwecke. Also wenn ich hohe Cashbestände habe und wenn ich weiß, die Ökonomie ist sehr wackelig aufgestellt, wenn ich weiß, dass eine Krise kommen wird, nach 10 Jahren Aufschwung wissen das relativ viele, dass eine Krise eigentlich, eine Bereinigungskrise kommen muss, dann kann ich zum einen jetzt den Coronavirus, die Pandemie vorschieben, um abzulenken von Fehlentwicklungen, die gelaufen sind in der Finanzindustrie, bei der Staatsverschuldung. Also ich kann den schwarzen Peter wegschieben, so wir waren es nicht, sondern der Virus war es, also von den eigenen Schwächen ablenken. Aber zum anderen kann ich mit jedem Tag Shutdown, und momentan ist ein Drittel der Erdbevölkerung, kann nicht mehr regulär zur Arbeit gehen, ist eingeschränkt, ist über Quarantänemaßnahmen eingeschränkt. Jeder Tag Lockdown führt dazu, dass diejenigen, die auf Geld sitzen, auf Liquidität sitzen, einen Vorteil haben und die anderen pleite gehen. Also es gibt da ein ganz großes Interesse dran, diese Krise so stark zu schüren, diese Pandemie, Corona so stark zu schüren wie möglich über die Massenmedien und sagen, das ist ganz schlimm, hohe Todeszahlen, und nicht auf die realen Sterblichkeitsquoten schauen, nicht auf die Messfehler schauen, sondern immer betonen, wie schlimm das ist, eine Angst herzustellen. Dann können über die Massenmedien die Politiker vor sich hergeschoben werden und das Ganze getriggert wird meiner Meinung nach letztlich von einer relativ kleinen Gruppe sehr, sehr vermögender Hedgefonds, Großunternehmenseigentümer, die ein massives Interesse daran haben, dass diese Pandemie, dieses Corona so negativ wie möglich dargestellt wird, die sehr gute Kontakte zu den großen Medienkonzernen haben. Da gibt es ja nicht viele. Das sind in Privathand, das gehören eigentlich wenigen Dutzenden Familien. In Deutschland sind es 7 Familien, denen fast die ganzen Privatmedien gehören. Da gibt es ein massives Interesse, über die Medien hier eine Panik zu erzeugen, eine Angst zu erzeugen, einen Lockdown herbeizuführen. Und dann kommt die Ernte von ganz allein durch Massensterben von kleinen und Mittelständlern. Und dann zieht man die Zügel an und hat hinterher unglaublich viel mehr Macht als vorher. Also dadurch, dass ich Corona instrumentalisiere und ganz schlimm darstelle, werde ich umso reicher und habe umso mehr Macht. Zwischenzeitlich gehen die Börsenkurse runter, klar, für alle, wie bei JP Morgan damals auch. Aber wenn ich dann die Liquidität habe im Tiefpunkt oder wenn es ins Tal geht und dann die anderen aufkaufe und mir mein eigenes Firmenimperium erhöhe, dann werde ich nach der Krise in 5 Jahren ungleich mehr Macht und Einfluss haben, als ich es vorher hatte, wenn ich nur diese Pandemie so schlimm wie möglich darstelle.